Moin moin meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter mit Cozy Grove. Ja, ich habe ja in den letzten Tagen kein neues Video von Cozy Grove hochgeladen, aber ich habe dann auch jeden Tag hier Cozy Grove gespielt, weil ich einfach keinen Tag verpassen wollte. Ihr wisst ja, jeder Tag ist wichtig, um voranzukommen. Und ja, ich habe auch schon ein bisschen vorgearbeitet. Flammy, der will jetzt nur noch 2 Holz von uns haben. Dann haben wir ihn voll gefuttert. Dann wird er uns wahrscheinlich auch einen neuen Geisterbären geben. Das wollte ich nämlich mit euch zusammen machen. Deswegen habe ich hier das noch nicht abgeschlossen. Denn ich habe nämlich schon 4 Geisterholz insgesamt. Und ja, die werden wir Flammy gleich mal geben. Vorher möchte ich aber euch nochmal was zeigen. Und zwar ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, hier meine ganzen Blumen, die sind weg. Die habe ich weggenommen. Und die ganzen Bäume, die hier so standen, das war mir alles zu viel. Und die wollte ich einfach weg haben. Und ich habe gemerkt, das hat auch schon ein bisschen geleckt hier vorne, weil hier einfach zu viel stand. Und ja, wir haben ja 2 neue Plätze hier bekommen. Und zwar einmal am Strand den einen, den kennt ihr ja schon. Und da habe ich meine ganzen Tiere, meine ganzen Vögel und so. Die stehen hier unten alle. Und die warten schon, die haben schon wieder Hunger. Und ja, die habe ich hier unten platziert. Und es gibt 3 Ausbaustufen. Ich habe wirklich gedacht, es gibt nur 2 von diesen Tieren. Nein, es gibt insgesamt 3 Ausbaustufen. Und ich habe neulich bei irgendeinem Vogel, ich glaube, bei dem, der bei mir im Lager ist, der hat schon die 3. Ausbaustufe. Ich weiß das gar nicht, ob bei ihm irgendwas anders aussieht. Ich glaube, sein Gefieder ist ein bisschen stärker. Das muss hier irgendeiner von... Ja, da unten, da seht ihr schon, der blaue. Am Hals, das seht ihr, der ist... Kann ich ein bisschen ranzoomen? Ich versuche mal ein bisschen ranzuzoomen. So, der hat am Hals, ja, einen längeren Kranz, ne? Der leuchtet. Das ist quasi die 3. Ausbaustufe von ihm. Richtig gut. Ja, das dauert auch ein bisschen, bis ihr die 3. Ausbaustufe habt. An seinem Schwanz ist auch ein bisschen... Ja, der ist ein bisschen länger, glaube ich. Genau, viel mehr. Anders sieht er jetzt auch nicht aus. Also, ja, seht ihr ja selber. So, und dann, genau, haben wir ja noch ein Lager hier ganz oben. Über Arjun, quasi. Ja, wir holen daher gleich die ganzen Quests ab, aber vorher wollte ich euch das nämlich zeigen. Ah, das leuchtet gar nicht. Schade. Ja, und hier habe ich auf jeden Fall mein... Ja, wie soll ich sagen, mein Garten hin platziert. Ne? Hier habe ich hier die ganzen Blumen, habe ich positioniert hier. Dann habe ich hier die ganzen Sträucher, dann hier die Physalis-Sträucher. Gut, das sind hier auch noch andere Sträucher mit Blumen und so. Und ja, dann habe ich hier so ein bisschen Deko hingestellt. Sieht ganz cool aus. Und meine Bäume habe ich hier hingestellt, genau. So, dass die alle auf einem Fleck sind. Fand ich persönlich besser. Sieht auch ein bisschen ordentlicher aus. Hier werde ich noch paar Reihen Blumen hinmachen. Ich habe so viel Blütenextrakt oder wie das heißt, in den blauen Fläschchen. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Also, vielleicht brauche ich die später ja irgendwann noch. Ich habe da so viel von. Irre. Ist einfach irre. So. Genau, ich habe das neue Update gerade geladen. Da sind ein paar Veränderungen dazu gekommen, die ich jetzt so gar nicht so genau weiß. Ich bin der Meinung, sie wollten den Rucksack anpassen. Der war zu teuer. Und hier die Symbole haben sie ein bisschen geändert. Jetzt sind da so Knochen liegen übereinander über diesen Erdhügel. Die sehen ein bisschen anders aus. Haben sie ein bisschen anders gestaltet. Vorher sah das ja immer nur so aus, dass das so ein kleiner Erdhügel war mit so einem Loch, kleinem Loch drin oder einem kleinen Kreuz. Und jetzt haben sie das ein bisschen verändert. Einige. Hier sind ein paar Steine, liegen hier so zusammen. Und hier oben liegen ein paar Knochen so übereinander. Das haben sie ein bisschen geändert. Ich kann auch gleich mal einsammeln. Dann wurden die Erzsteine komplett nochmal resettet. Die waren alle weg. Ich habe gedacht, nein, wie kann das sein? Meine ganzen Erzsteine sind weg. Aber die waren nicht weg. Die haben sie einfach woanders hingestellt. Also musste ich neu auf die Suche gehen, um die Erzsteine zu finden. Aber sie sind alle wieder da. Die stehen halt nur an anderen Positionen. So, wir holen mal gleich von Arjun
die Quest ab. Du hast nicht zufällig mein Werkzeug irgendwo herumliegen sehen, oder? Ich versuche mein Wohnmobil zu reparieren. Ja, Arjun, wir kriegen immer nur die Aufgabe, seinen Schraubenschlüssel wiederzufinden. Also er hat nichts anderes. Okay, das machen wir. Wo ist der? Jetzt mal schnell gucken. Es war in der Nähe eines hohen Baumsturms. Ein Wicht hat diesen Gegenstand. Okay, den holen wir mal schnell. Dann kann ich euch auch gleich oben das neue Lager zeigen. Der muss hier oben bei Francesca muss der sein. Mal gucken, ob es der verbuddelt. Nee, ein Wicht soll ihn haben. Ach, ein Wicht. Ah, da ist er schon. Genau, den holen wir uns schnell. Erwischt. Und dann ist mir aufgefallen, das habe ich die ganze Zeit übersehen, es gibt Wichte, die hier rumlaufen, die traurig sind, die weinen. Die wollen dann so ein Kuchenherz haben. Doch, gesehen habe ich schon. Gesehen habe ich schon. Und es gibt dafür ein spezielles Abzeichen, wenn man das erledigt hat. Jetzt muss ich mal gucken, wo das drin war. War das hier bei Kochen drin? Nee. Und ich habe mich schon gewundert. Ich habe mich schon gewundert, warum die ständig weinen und so. Und ja, man muss denen das Herz geben. Man muss denen das Herz geben. Sind das hier? Nee, füttere drei E-Tiere. Dreimal. Ach genau, das sind die Stufe 3 Tiere. Die muss ich dreimal füttern. Oh, jetzt will ich euch das zeigen. Jetzt finde ich das nicht. War das hier? Nee, auch nicht. War das hier vielleicht? Heile gebrochene Herzen. Ah, genau. Das ist das. Heile gebrochene Wichtherzen. 1. Und ich habe mich schon gefragt, hä? Was ist das? Ich habe das noch gar nicht gesehen. Und ja, dann fiel mir einer klar. Das sind doch die Wichte, die rumlaufen und weinen und ein gebrochenes Herz haben. Und ja, ich habe aber noch keinen Herzkuchen gebacken. Ich habe das immer links liegen lassen. Man braucht da ganz, ganz viel Nüsse, um Nussmehl quasi herzustellen. Und ja, das dauert ein bisschen. Ich bin jetzt aber dabei, das zu sammeln. Oh, hier ist hier gerade ein Laubhaufen aufgeploppt. Na klar. Okay. Die kommen hin und wieder mal, tauchen die Dinger mal auf. Das ist gut zu wissen. Ja, ich bin jetzt quasi bei, die Herzkuchen zu machen. Und ja, den traurigen Wichten, ja, da so ein Herzkuchen zu geben. So. Ah, du hast sie gefunden. Vermutlich kriege ich die alte Dame nicht mehr repariert, aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Perfekt. Und wir kriegen wieder ein Geisterholz. Mir ist auch aufgefallen, wir kriegen jetzt auch Geisterholz von zeitexklusiven Quests. Das gab es vorher auch nicht. Das ist auch neu. Ich muss erstmal was rausschmeißen hier. Bin schon wieder zu voll. Ich schmeiß mal hier. Na, das kann ich auch nicht alles mitnehmen. Jetzt schmeiße ich mal nochmal was raus. Das brauche ich denn jetzt nicht so unbedingt. Den Pilz brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Ich nehme mal die Lagerschure und Panna Cotta nehme ich mal mit. Weil das wollen die Tiere meist immer fressen. So, und jetzt zeige ich euch hier oben meinen kleinen Garten. Genau. Sieht das nicht schön aus? Alles schön bunt. Ganzen Blumen hier. Ja, die ernte ich nachher erstmal alle ab. Und die können wir auch zur Not verkaufen, ja. Herr Kit steht auf jeden Fall auf Blüten. Da kriegen wir auch ein paar Talers für auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, so ein Blütenextrakt bräuchte ich eigentlich nicht. Da habe ich über 150 Stück, bin ich der Meinung. Holz brauche ich. Ich brauche unbedingt Holz. Ich habe immer noch die eine Quest hier offen von Jeremy. Da brauche ich noch, ja, noch ein bisschen Hartholz, um bei Jeremy weiterzukommen. Dann habe ich noch eine Quest offen von Francesca. Da habe ich schon 2 Statuen. Die bekomme ich aber immer von einem anderen Bären, wenn ich bei dem eine Quest abgeschlossen habe. Und ja, mal schauen, wann wir das dritte und letzte kleine, ja, die kleine Statue kriegen. Mal gucken. So, ich will mal hier durch. Hartholz ist auf jeden Fall wichtig. Und dann holen wir uns mal. Ja, mein Rucksack ist voll. Ich würde sagen, wir bringen das erstmal alles weg. Verbrennen noch ein paar Sachen. Und dann holen wir uns die ganzen Quests ab. Und machen die ganzen Quests fertig. So, oh, ihr habt alle Hunger hier. Ah, hier, den können wir schon Lagerschuro geben hier. Lagerschuro.
Ja, perfekt, der freut sich. Und der möchte einen Donut haben. Den habe ich, glaube ich, bei Allison geordert. Den müsste ich mir von der Post, glaube ich, abholen. So. Ah, ja, wir können ja, genau, das machen wir eben gleich mal. Wir können Flammi ja noch ein Holz geben. Das machen wir gleich mal. Aber erstmal verbrenne ich hier ein paar Sachen. So, dann habe ich die erstmal weg. Verbrennen wir die schnell. Und dann schauen wir mal, was für neuen Besucher wir kriegen. Zweimal größtes Nussmehl, genau. So. Er spürt mindestens 7 doch. Ja, wir haben auch reichlich. So. Da hast du. Ein wenig heller, ein wenig heißer. Gut. Hm, sieh einer an. Wie nett. Offenbar wird dir ein bisschen Abwechslung gegönnt. Cozy Grove hat dir so viel abverlangt und du hast dich so selbstlos um seine Geister gekümmert. Aber nicht nur du trägst diesen Wunsch in dir. Mach einen Spaziergang in ihrem Garten. Ich glaube, ihr habt eine Menge, worüber ihr reden könnt. Oh, das hört sich interessant an. Das Feuer brennt heller. Du hast jetzt Geistfinder Rang 13. Sehr gut, wir können Flammi noch die anderen Dinger geben. Hier haben wir noch ein paar. So, das muss gewesen sein, genau. So. Jetzt lege ich ein paar Sachen noch weg. Das kommt noch weg. Das kommt weg. Das kommt noch weg. Holz kommt weg. Eisenbarren kommt weg. Und das kommt weg. Ich muss meinen Kleiderschrank aufwerten. Ich habe hier schon Klamotten in meinem Inventar drin, in meinem Rucksack, weil mein Kleiderschrank voll ist. Da passt nichts mehr rein. Genau, Blumenpigment heißt das. Da habe ich schon 50. Wie viel habe ich insgesamt? Oh, 309. Also ich habe so viele Blüten immer abgeerntet und zu Francesca gebracht, dass ich mittlerweile 309 Blumenpigmente habe. Wahnsinn. Wahnsinn. So, das müsste aber erstmal reichen. Die Tiere fütter ich später. Das mache ich erstmal nicht. Hier habe ich noch eine Maulrübe. Das ist auch ein Questgegenstand. Bekommt auch irgendjemand. Ja, ich habe wieder ein paar Muscheln in mein Inventar getan, weil ich neulich eine Quest hatte und ich musste wieder gewöhnliche oder ungewöhnliche Muscheln sammeln und hatte ich nicht. Und da habe ich Tage wieder für gebraucht. Das hat mich so geärgert. Und jetzt habe ich mir gesagt, jetzt packst du wieder ein paar Muscheln rein ins Lager, dann hast du welche, wenn dann wieder mal so eine Quest kommt. Das ist natürlich ärgerlich. Weil so eine Quest, wenn man die da halt nicht schafft an dem Tag, dann, ja, ist das eigentlich verschenkt, weil die Herzen steigen ja dann nicht auf bei den wenigen. Ist okay, holen wir erstmal von Meister Lee die nächste Quest ab. Eine starke Böe hat einige meiner Halbseligkeiten auf der ganzen Insel verteilt. Ich kann nicht ruhen, bevor ich nicht alles wiedergefunden habe. Bitte hilf mir. Ah, ja. Und da haben wir schon alles. Alle verarbeitete Essen, alle roh. Oh nein, er will Nüsse haben. Er will Walnüsse haben. Warum? Ja, geben wir ihn. Wir sind mal ein Gönnerlaune. Oh nein, das wollte ich gar nicht machen. Eigentlich brauche ich die Walnüsse, um die Lebkuchenherzen zu machen. Ah, das ist neu. Okay, man kann jetzt auswählen, was man ihnen gibt. Ah, das fand ich vorher besser. Da hat er das nämlich gleich gegeben. Okay, jetzt muss ich nochmal ran. Das war falsch. So. Habe ich das überhaupt hier drin alles? Ja, hier. Einmal das. Ah, das hätten sie aber lassen können, dass er gleich automatisch alles nimmt. Das muss ich hier durchsuchen. Jetzt habe ich gar keine Nüsse, oder? Nee. Ich habe gar keine Walnüsse. Wieso zeigt das orange an? Ich habe keine Walnüsse. Das heißt, ja, wir können ihnen noch nicht alles geben. Wir brauchen Walnüsse. Okay, gut. Dann können wir die noch gar nicht abschließen. Hm, das ist ja doof. Naja, egal. Wir gehen erstmal weiter. Gehen wir runter zu Octavia. Und uns da die Quest ab.
Es ist schon wieder passiert. Ich bin hergekommen, um Steine ditschen zu lassen. Aber dann habe ich meine Ditchsteine vergessen. Ich schätze, da muss ich mir jetzt einfach den ganzen Tag vorstellen, wie es wohl wäre, Steine ditchen zu lassen. Ja, will sie ganz oft haben, Ditchsteine. Da ist sie wohl verrückt nach. Wir gehen mal gleich weiter durch zu Captain Prachtschnabel und gucken mal, was der so für uns hat. Ah ja, der hat für uns auch eine neue Aufgabe. Ich habe Polymer einige meiner unvergesslichsten Abenteuer als Kapitän der Fähre erzählt. Von der Meermannbö, vom Bückling des Glücks, dem geheimnisvollen schwimmenden Dilemma. Und doch spüre ich, wie ihr Interesse nachlässt. Krächz. Ah, natürlich. Zuhören macht hungrig. Sie braucht einen Fischkeks, hörst du? Einen Fischkeks? Oh, sie braucht 3 legendäre Fische und 10-mal Ketchup? Ich kann, glaube ich, noch gar keinen Ketchup machen. Ach nee, das muss ich finden. Ich glaube, die habe ich das Ding in der Nähe des hohlen Baums gesehen, hinter etwas. Okay, gut. Das müssen wir auf jeden Fall suchen. Kartoffeldonut haben wir und 3 legendäre Fische muss ich angeln. Okay, ich wollte gerade sagen, Ketchup kann ich, glaube ich, gar nicht herstellen. Noch nicht, vielleicht später irgendwann. So, wir gehen weiter. Wir holen uns die anderen Quests ab und dann können wir nebenbei nochmal gucken, wo der neue Bär sich rumtreibt. Der neue Geist, der Bär. Ach hier, Clyde hat gar nichts für uns. Clyde kann man Haare schneiden, habe ich ja schon erzählt. Und man kann, genau, Sachen kaufen, aber die Wolfsmünzen, oh, die sind so selten. Man kriegt hin und wieder, kriegt man eine Quest von ihm. Nicht jede Quest kriegt man von ihm, wo man dann nächsten Tag von ihm 5 oder 10 Wolfsmünzen bekommt. Und ihr seht ja, hier kosten 250 Wolfsmünzen hier das Wichtgemälde. Und die beiden hier vorne, die Diskuswerfer-Wichtfigur und die Denker-Wichtfigur, 500 Wolfsmünzen. Also bis man das zusammen hat. Ich denke ja, dass das eine ultra krasse Lampe ist, die halt einen riesen fetten Radius hat. Aber können wir uns leider aktuell noch nicht leisten. Ich glaube, ich habe 10 oder 15 Wolfsmünzen erst. Also es dauert noch ein bisschen. Hin und wieder gibt er uns mal so eine Quest. Ich finde das ein bisschen zu wenig. Ein bisschen zu wenig Münzen, die wir kriegen von ihm. Vielleicht passen sie das ja auch nochmal an. Irgendwann. So, ab zu Allison. Okay. Mir ist ein neues Rezept eingefallen, das du einfach lieben wirst. Ich brauche nur noch ein paar Zutaten. Oh, die haben wir sogar alle zusammen. Mich wundert das, dass er die Quest hier unten schon abgeschlossen, schon ready ist. Also, die ist grün hinterlegt. Das sagt, dass wir alle Materialien haben dafür. Aber ich hatte keine Walnüsse im Inventar. Das hat mich ein bisschen gewundert. Und hier, jetzt mache ich mal... Das habe ich auf jeden Fall. Dann habe ich hier oben die gerösteten Früchte. Und dann möchte der Silberbarren. Habe ich hier. Okay. Meine Zutaten. Dich schickt der Himmel. Jetzt fehlen nur noch ein paar Rüben. Ein benutztes Pflaster und ein Schuss Teichwasser. Ein benutztes Pflaster? Was ist das? Und Perfektion. Oh, was haben wir denn da gekriegt? 2 leckere Brote und einen Schokoladenkuchen. Sehr schön. Und wir sind dabei, das 4. Herz zu füllen. Sehr gut. Ich gehe nochmal schnell hier zum Meister Dian. Das wundert mich etwas. Weil ich sehe keine Walnüsse in meinem Inventar. Oder habe ich mich verguckt? Ich sehe keine Walnüsse. Aber er sagt mir, dass ich die Quest abschließen kann. Das ist ein bisschen verwirrend. Oder meint er was an... Nee, er meint schon Nüsse. Wenn ich das jetzt einlogge... Das ist merkwürdig. Alle verarbeiteten Essen. Das ist ein bisschen irreführend. Jetzt sehe ich das nämlich. Also es muss nicht unbedingt das sein, was auf dem Bild drauf ist. Wenn ich das jetzt hier einlogge... Okay. Das ist orange. Oder... Ach so. Ach so, jetzt verstehe ich das. Okay. Wir geben ihnen verarbeitetes Essen.
Das können jetzt die Pilze sein. Und wechseln die Farbe? Jetzt muss ich erstmal gucken. Dass irgendwas mit den... Ne, die Farbe ändert sich nicht. Okay, dann können wir ihnen die Eier geben. Und wir geben ihnen hier die Pilze. Dann können wir die auch abschließen. Ja. Wobei das andere noch besser wäre. Dann brauche ich hier die guten Eier nicht opfern. Dann gebe ich ihnen hier Wurzelgemüse. Genau, blau, grün, orange. Okay. Ja, die Bilder sind ein bisschen verwirrend. Ich wusste es. Ich wusste, dass die Unruhestifter abgehauen sind. Jetzt ist alles da, wo es hingehört. Sicher auf dem Hof verstaut. Eine gute Tat verdient eine Belohnung. Hier, nimm. Ich habe mindestens noch 5 davon in Reserve. Jo, dann zeig mal her. Oh, 2 Obstbäume? René-Klodenbaum. Was ist das denn? Also wie gesagt, ich habe keinen grünen Daumen, ja? Was ist René? Das habe ich auch noch nie gehört. René-Kloden. Spricht man das so aus? René-Klodenbaum. Okay. Sterne nachher auf. Und Limonenbaum. Sehr gut. Okay. Okay. Sehr gut. Dann weiß ich jetzt auch Bescheid, was das mit den komischen Auswählen von Gegenständen auf sich hat. Ein bisschen verwirrend. Gut, wenn man den Text liest, alle rohen Sachen, alle verarbeiteten Sachen, gut, dann kann man sich das auch denken. Aber die Bilder irritieren schon ein bisschen, muss ich zugeben. Okay, ah, hier ist der neue Geist. Sehr gut, dann sprechen wir den mal gleich an. Bin ich ja mal gespannt. Oh, wer bist du denn? Ursula Kiefer. Kiefer? Der Name sagt mir doch was. Hallo? Würdest du mir einen Gefallen tun und mir eine Blume pflücken? Egal welche. Oh, das machen wir doch. Wir haben so viele hier oben. Pflücken wir mal eine Blume. Ernten. Kiefer, ist das die Schwester von... Allison ist Fischer, ne? Allison Fischer. Okay, auswählen. Was für ein wundervolles Exemplar. Aber warum hast du genau diese Blume gewählt? Ich fand sie hübsch. Sie ist hübsch, ja. Obwohl mir scheint, dass ihre Schönheit jetzt ihren Höhepunkt erreicht hat. Diese Blume steht für meine Mitbären hier in Cozy Grove. Alle wurden wir aus unserem Element gerissen. Wir sind verwirrt und ohne Halt. Vielleicht können du und ich uns um die anderen kümmern und ihnen helfen. Schließlich ist mein Garten eine wahre Wundertüte. Komm gerne später wieder, um es dir anzusehen. Oh, das ist ja süß. Das ist ja eine Sonnenblume. Wow, krass. Und einen schönen Garten hat sie. Die sieht ja lustig aus. Die sieht ja richtig lustig aus. Gucken, was sie alles hier so hat. Was ist das denn? Ist ja witzig. Hier sitzen irgendwie ein paar Bären so drauf, auf so einem Stein. Und da ist so ein, vielleicht ist das so ein Thermometer, was da dran hängt. Hier ist so ein kleiner Wasserturm. Hier sind ganz viele Rosen. Ganz, ganz großer Rosenbusch. Hier ist nochmal so eine Art, ja, Silo. Ein paar Windräder, ist wie bei Meister Lee, so ähnlich. Ähnlich. Außer, dass sie hier nur Blumen hat. Aber schick. So können wir sie nochmal anquatschen. Ah, nee. Dann kommen wir später wieder. Vielleicht können wir bei ihr irgendwas kaufen. Das wäre ja auch cool. Irgendwelche neuen Blumen oder Pflanzen oder so. Mal gucken. Lass uns überraschen. So. Dann gehen wir mal weiter. Genau. Zum Postboten, Patrice. Wenn man jeden Tag der Post nachjagt und versucht, verschwundene Pakete zu finden, dann zehrt das wirklich an den Kräften. Vielleicht habe ich ja so ein Burnout, von dem alle immer reden. Ich schätze, die Leute werden eine Weile auf ihre Lieferung warten müssen. Oh nein, das nehmen wir doch in die Hand. Wir helfen dir, Patrice. Genau, hier oben ist schon einer mit einem gebrochenen Herzen. Oh, der weint. Genau, und der möchte so ein Lebkuchenherz haben. Da bin ich ja... Das habe ich noch nicht gemacht. Noch nicht einmal. Da bin ich auch mal gespannt, was wir von dem kriegen. Ach hier, Bürgermeisterin möchte nichts heute.
Und die haben ja auch alle Hunger. Alle Hunger. So. Genau, das ist die... Das muss die Schwester sein von Charlotte. Von Charlotte Kiefer. Hat die Anti was Neues für uns? Nee. Genau. Von Charlotte. Wir geben Flammi mal ein Geisterholz. Noch 19 Stück. 3 spürt er mindestens noch. Oder sie. Er oder sie. So. Hier haben wir schon 37 Hartholz. Da kommen wir auch schon weiter. Hier ist der erste Brief drin. Sehr gut, nehme ich mit. So. Wo ist denn der nächste? Suche in der Nähe von Festballons. Okay, das ist bei der Bürgermeisterin. Dann irgendwie erinnere ich mich an so ein Teil, war bei einem Baum mit einem Bienennest. Suche nach einem Schädelhaufen. Und das war in der Nähe eines Bogens, der mit Blumen geschmückt war. Ah, das kann nur bei der neuen sein, ja. Ursula. Ursula. Oh, ich komme hier nicht weiter. Ist das hier ein Torbogen? Gibt es hier einen Torbogen? Ja, hier hinten, ne? Ah, das ist ein Torbogen. Das ist gar kein Baum. Jetzt sehe ich das. Das ist ein Torbogen mit Blumen. Also mit Rosen drumherum. So, jetzt gucke ich mal. Ah, hier liegt es ja. Gar nicht gesehen. Aber ich bin wieder voll. Jetzt muss ich wieder was rausschmeißen. Ich habe so viel. Ah, wir können hier erstmal die Anleitung erlernen. Ach, beladener Tisch. Okay. Kann ich noch mehr rauslegen? Ne, ich nehme das Paket aber erstmal auf. Und dann bringe ich erstmal wieder was weg. Hier haben wir auch noch ein paar Sachen, die wir uns abholen können. Hier ist noch ein Wicht. Ja, den. Ich muss erstmal was ablegen, sonst kann ich die Sachen nicht aufsammeln, die er uns jetzt gleich gibt. Mein Lagerplatz ist auch schon ziemlich voll. Ich schmeiß das mal hier so rein. Der wird ja gleich meckern, wenn wir nichts mehr reinlegen können. Muscheln, Pilze lege ich noch rein. Das verkaufe ich, das lege ich rein. So. Ich würde sagen, wir machen auch gleich Schluss. Aber vorher gehen wir nochmal zu Herrn Kitt und gucken, was er so Neues hat. Ah, ein Ditchstein. So, den nächsten Wicht eingefangen. Was hast du für uns? Auch ein Ditchstein? Auch ein Ditchstein. Perfekt. Okay. Dann gehen wir mal zu Herrn Kitt. So, einmal Geistholz kaufen. Und die haben... Ja, das haben die angepasst. Okay, also nicht mehr 400.000 für den Rucksack, sondern nur noch 200.000. Außer die Hälfte. Hälfte weniger. Ja, ist aber immer noch sehr, sehr viel, muss ich sagen, für 4 Plätze. Oder haben die das... Nee, 4 Plätze. Wollte gerade sagen. Und Kleiderschrank. Brauche ich unbedingt. 10 neue Plätze. Zusätzlich. Der ist nämlich proppenvoll. So, was hat er hier an Tieren? Okay. Ah, die Standard. Guck mal, jetzt verkauft er hier für einen Quarzedelstein so einen Standardzaun, den wir uns bei Jeremy selber herstellen können. Verkauft er auch. Beladener Tisch. Oha, der sieht da sehr, sehr rustikal aus. Dann haben wir hier eine Campinglaterne. Oh, die sieht cool aus. Die gefällt mir. Die wird sogar zu meinem Garten sehr, sehr, sehr gut passen. Dann haben wir hier eine Kostbarkeit. Ein kleiner Schatz. Stuhl. Strandzaun. Dann haben wir wieder ein paar neue Blumen. Neuen Blumen. Die muss man sich auch holen, also die man noch nicht hat, weil bei Herrn Kitt genau, zum einen kann man die bei Herrn Kitt verkaufen, aber man kann die auch, die man noch nicht hat, bei Herrn Prachtschnabel spenden und so kommt man auch bei den, bei ihm voran quasi. Man kriegt ja auch Geld dafür oder, also Münzen dafür oder halt Edelsteine. So, was haben wir hier unten? Wir haben noch ein paar Obstbäume. Walnussbaum auch gut. Vielleicht kaufe ich mir noch mal einen. Mal gucken. So, was hat er an Kleidung da? Ja, das Käppchen. Aber das haben wir doch schon. Eigentlich. Ach nee. Wir haben so ein ähnliches. Sieht aus wie eine Erdbeere, glaube ich. Ein Jeanskleid?
Drei-Tage-Bad, Neoprenanzug, Drei-Tage-Bad, eine Pilotenbrille. Und die sieht doch fesch aus. Die kaufe ich. Ich muss aufpassen, nicht so viel zu kaufen, weil das ja alles in meinen Rucksack gelegt wird und nicht in meinen Kleiderschrank, weil der ja voll ist. So ein Pulli Rundhalsausschnitt, dann haben wir hier eine Tellermütze in schicken Lila und wir haben einen dicker Mantel. Oh, der sieht da echt dick aus. Ja, okay. Gut, ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss an dieser Stelle und wir machen im nächsten Let's Play die ganzen Quests fertig. Wir haben ja hier noch einige noch offen, die wir auf jeden Fall in den nächsten Let's Play fertig machen werden. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir hören uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.